Partie, wenn ich das so sagen darf, wie hast du die als Rapid-Trainer von der Seitenlinie gesehen? Ja, natürlich sehr ärgerlich, wenn du dir viel vornimmst unter der Woche, dir den Spielplan natürlich zurechtlegst, der nach 30 Sekunden in Wahrheit dann gekippt ist und dann wieder sehr viel investieren musst, sehr viel Energie reinlegen musst, dass du das Spiel wieder drehst, dass du da einen Rückstand hin wieder aufholst, gerade in der Situation, wenn du die letzten Wochen doch gute Spiele gemacht hast und dann ja, das Ergebnis nicht passt, dann fällt das Selbstvertrauen und ja, und dann musst du wieder sehr viel Energie reinlegen. Und das war auch für mich sehr, sehr ärgerlich, dass wir dort sehr inkonsequent sind, dass wir in der Situation die Spieler, gerade Tanga und Röcher, von die wir natürlich auch gesprochen haben, dass sie im Umschaltspiel die Chance suchen werden. Und deswegen war ich auch heute sehr, sehr enttäuscht von so einer Aktion. Und ja, nichtsdestotrotz sind wir dann zurückgekommen und haben noch vor der Halbzeit den Ausgleich erzielt, denke auch verdient den Ausgleich erzielt und ja, zweite Halbzeit haben wir dann doch einige Situationen, wo Louis Schaub vielleicht den letzten Ball nicht zu Ende spielt oder nicht die richtige Entscheidung trifft, 2-1, dann musst du einfach dort in Führung gehen und das ist das, was mich am meisten ärgert, ist einfach, wo wir nicht den letzten Ball oder den vorletzten Ball einfach konsequent einspielen und der ärgert mich mittlerweile und das muss ich die Mannschaft auch gefallen lassen, weil wir Woche für Woche über das reden und dort diese No-Look-Pässe oder diese leichten, irgendwo arroganten Pässe spielen und die ärgern mich ganz einfach und damit das müssen wir einfach ablegen. Wenn du Spiele gewinnen willst, musst du konsequent sein, scharf vor das Tor spielen, ganz einfach, wo der Gegner vielleicht einmal Eigentor projiziert und das tun wir nicht und mittlerweile jetzt nach einigen Wochen gehen wir das ein bisschen wohin. Alles klar, ich darf dann schon um Ihre Fragen bitten, kurzes Handzeichen und Mikrofon wird kommen. Nachdem Herr Hakel beginnen wir bitte kurz auf das Mikrofon zu warten. Du hast mit von der Aufstellung eigentlich vier Innenverteidiger nominiert. Dibon hat natürlich im defensiven Mittelfeld gespielt. Ich meine, ist das ein bisschen zu vorsichtig? Was war da die Überlegung? Na, ganz langsam für die jetzt einmal. Ja. Wir haben gespielt mit vier Innenverteidiger, richtig. Ja. Dibon auf sechs, ich spiele mit weite Bälle auf Meierhofer. Ja. Das ist nicht leicht zum Verteidigen oft. Dann kommt die Verlängerung auf die zwei schnellen Stürmer, die sie versuchen dort einzusetzen. Das ist einfach ein Zufallsball, den du schwer verteidigen kannst. Dibon hat diese Räume sehr gut gemacht, Meierhofer wurde ausgetauscht. Ich glaube, da wurde alles richtig gemacht. Und ich denke, wenn du dir internationale Spiele auch anschaust, dann wirst du das bei großen Clubs auch so sehen, dass dort ein Defensiverer und ein Offensiverer, wir haben Schwab oft in die Zehn reingeschoben, haben mit sechs Spielern, mit hochstehenden Außenverteidigern dann angegriffen, haben drei Spitzen vorne gespielt und haben vielleicht den letzten Pass oder den letzten, vorletzten Pass nicht optimal gespielt. Das ist das, was wir uns vorwerfen müssen. Aber mir ist müßig zum Erklären jetzt, warum wir mit vier Innenverteidiger spielen. Trotzdem Nachfrage. Es ist... Nach den letzten Partien hast du gesagt, dass Rapid die weitaus bessere Mannschaft war. Ja, was man klar. Würdest du das heute auch sagen, dass das Rapid klar besser war oder? Du kannst deinen Zettel lesen, oder? Ja, aber es gibt da. Fällt dir jetzt nicht. Also es gibt Sichtweisen, die man natürlich immer wieder interpretieren kann. Das Ergebnis definitiv taugt uns gar nicht. Bin auch enttäuscht. Kein Thema, darf ja. Aber ich glaube, der Zettel, den magst du nicht lesen und dann wirst du entscheiden können, wer die bessere Mannschaft war. Bitte sehr, wer? Rainer, Kollege Bortenschlager, eine Reihe dahinter. Die Erklärung im Dibon, sorry, dass ich da jetzt nachhake, ist zwar schlüssig, aber ist nicht die grundsätzliche Herangehensweise als Rapid daheim gegen Mattersburg. Sollte man doch so spielbestimmend sein, dass ich doch nicht eigentlich die erste Prämisse haben sollte, wie unterbinde ich vielleicht Chancen für Mattersburg, sondern sollte man nicht so drückend sein, dass man sich Varianten überlegt, wie man Mattersburg knacken kann? Stimmt, haben wir auch gemacht. Bitte schön, weitere Fragen gerne auch an den Gerald Baumgartner, alles. Es war zuletzt immer die Rede, auch von deiner Seite, dass es gibt eine Steigerung, die Niederlagen waren unglücklich zuletzt. Würdest du sagen, war das jetzt wieder ein Rückschritt? War das, oder wie würdest du dieses Spiel einordnen im Vergleich zu Sturm und Salzburg? Sehr ähnlich. Ich denke, wir haben sehr gute Situationen gehabt. Natürlich war es dann, wo du 1-0 in Rückstand geraten bist, nach ein paar Sekunden, dass dann das Selbstvertrauen nicht bei 100% steht. Und seitdem haben wir uns zurückgebracht ins Spiel. Hatten, wenn ich jetzt nur denke, Louis Schaub, die Situation am Schluss dann, wo der Gegner noch von der Linie kratzt. Gegner, weiß ich nicht, wie viele Torschancen jetzt vorhanden waren. Müssen wir es nochmal in der Statistik anschauen, sehr, sehr wenig und sehr ähnlich zu den letzten Spielen. Heute haben wir ein Tor gemacht über die Flanke und sind eingelaufen, haben jetzt 1-1 erzielt. Also auch etwas Positives aus den vielen Flanken.
Also gibt es mehr Sichtweisen. Und wenn wir schaffen, pro Spiel ein Tor über die Flanken zu erzielen, wir hätten jetzt noch können uns verbessern. Natürlich bei Eckbällen haben wir 10 wieder gehabt, haben dort nichts genützt. Also wir haben sicherlich sehr viel Potenzial nach oben. Bitte, Christian. Ja, jetzt etwas. Die Überlegung Meierhofer, das hat sich sehr knapp entschieden. Hat er deine Erwartungen erfüllt? War das wichtig? Und diese Atmosphäre, ich meine, es war klar, dass diese Rufe von den Tribünen waren, aber wahrscheinlich steht er da drüber. Was war der Grund, dass man ihn ganz einfach wirklich bringt? War das ein Risiko oder nicht? Na, erstmal würde ich sagen, dass der Major eigentlich Rapid einmal sehr viel Geld gebracht hat, wie er gewechselt hat. Zweitens ist er für unser Spiel sehr wichtig. Und drittens, er hat für Rapid sehr viele Tore geschossen. Mit Jimmy Hoffmann, glaube ich, kann ich mich erinnern, war die ganze Liga hinter den beiden her. Also ich hätte immer erwartet, dass die Fans vielleicht ein bisschen mehr für ihn in der Respekt gezollt hätten. Aber es ist so, wie es ist. Wenn sie schreien, das Wort, was man nicht sagen darf, mit der Mama, dann baut ihm das auf. Er ist für unser Spiel extrem wichtig. Er hält die Bälle gut, er spielt auch ganz einfach. Das sagen immer viele, er kann nicht so gut kicken. Ich denke, er spielt sehr einfach, nimmt den Ball runter, spielt ihn einfach weiter. Ist immer brandgefährlich für einen Innenverteidiger, wenn er attackiert, ist im 16er brandgefährlich, aber natürlich in unserer Situation ist es jetzt wichtig, dass wir so gespielt haben, wie wir gespielt haben, wie wir aufgetreten sind. Der Major war sehr wichtig, zu deiner Frage zurückzukommen, weil er einfach uns auch die Mentalität mitgibt, die man braucht, um in Hütteldorf zu bestehen, gegen die Fans. Vielleicht hat der Schiri das eine oder andere Mal die Pfeife verstummen lässt. Ja. Dann kommen ein paar Feuerzeuge rein und alles, das passiert alles in Hütteldorf. In unserer Situation ist es sehr wichtig, dass er dabei ist. Und er läuft sehr viel, spielt einfach, schießt manchmal ein Tor, macht manchmal Assist, also ein extrem wichtiger Spieler für uns. Ich meine, ihr habt jetzt sehr viele Punkte gemacht. Wenn es den gibt, den Trainereffekt, ist die bei Mattersburg irgendwie eingetreten. Was hast du gemacht mit dieser Mannschaft? Oder es war jetzt der dritte Auswärtspunkt, hast du überhaupt in der ganzen Meisterschaft? Ja, es ist ja schade. Wir haben jetzt eigentlich in Altach vom Matchplan her auch ähnlich es gemacht. Ja, wir haben sich sehr gut überlegt, wie es immer gegen 3-4-2-1, wie Rapid spielen. Wir haben im Training dann einiges ausprobiert. Im Endeffekt sind wir zu der Idee gekommen, dass wir hinten bei der Viererkette nichts ändern wollen, die zwei Sechser vor der Abwehr lassen, mit einer Tanke auf die Zehn stellen. Das war sicher sein bestes Spiel heute bei uns. Also haben wir alles ausgenutzt und ausgeschöpft, was wir haben zur Verfügung. Und es muss auch erst aufgehen. Man braucht auch das Glück des Tüchtigen. Das haben wir heute gehabt, aber wir haben es auch verdient, weil wir extrem gut dann erstens mal, wie wir reingegangen sind in das Spiel und zweitens mal, wie wir es beendet haben, mit sehr viel Herz und Leidenschaft und so kannst du dann auswärts einen Punkt machen. Dankeschön. Weitere Fragen an die beiden Herren? Bitte. Gerald, ihr habt es lange Zeit defensiv sehr geschickt gemacht, wie ich finde. Am Schluss dann hast du ja gesagt, ihr habt es getauscht, um den Punkt zu sichern. Dann ist es ein bisschen entglitten, also es ist relativ eng geworden, ganz am Schluss. Was war aus deiner Sicht da, was ist aus deiner Sicht da falsch gerannt, was ja, der Gegner betrifft? Wechselt einfach offensive Spieler rein und riskiert dann viel mehr. Und im Endeffekt kann es dann immer passieren, dass du ein Kontertor kriegst. Ja. Wir haben vielleicht die eine oder andere Situation nicht gut genug fertig gespielt, aber auch wir sind noch in einem Prozess, wo wir noch Luft nach oben haben in vielen Bereichen. Vor allem auch so, wie wir Fußball spielen wollen. Und ja, es ist nicht leicht, gegen Rapid zu spielen. Und auch wenn es für Rapid nicht gut ist, dass sie heute gegen uns nur einen Punkt gemacht haben. Aber wir haben alles reingehauen. Alle Mittel, die wir zur Verfügung haben, haben wir versucht, ins Match reinzubringen. Das haben wir getan. Die Burschen haben fantastisch gefightet. Und somit war es für uns fast wie ein Sieg, also wie ein gefühlter Sieg auf alle Fälle. Und extrem wichtig, dass wir einen Punkt wieder geholt haben für unsere Situation. Alles bitte, gerne. Damit, du hast vorher gemeint, also du bist sehr verärgert über schlampige Pässe, schlampige letzte Pässe, die zu Torschancen führen könnten. Jetzt steht die Länderspielpause an. Kann man davon ausgehen, dass es jetzt sehr viel Peitsche und wenig Zuckerbrot geben wird? Oder wie wirst du das jetzt ansprechen, dieses Problem? Ganz normal. Wir sprechen es ja schon nicht seit letzter Woche an, sondern eigentlich von Anfang an.
da wir zu solchen Situationen neigen. Das war vielleicht gerade in der Zeit oder davor, wo mit Beric ein Stürmer immer da war, der einfach dann die individuelle Qualität hatte, sich in die richtigen Räume reinzubewegen, und dann wurden solche Bälle eingespielt. Jetzt ist es ein wenig anders. Wir müssen es akzeptieren, dass wir andere Spiele zur Verfügung haben, dass wir uns anders bewegen, dass wir das Einlaufverhalten natürlich auch richtig annehmen müssen. Dann muss ich den letzten Ball auch natürlich in einer gewissen Schärfe vor das Tor spielen können, und damit es der Gegner einfach schwer zum Verteidigen, dass er halt einfach dann dort vielleicht einmal ein Tor oder einen aufs Knie schießt. Oder eigentlich wollte ich, dass wir den Ball einfach in den Körper spielen, in die Füße spielen von uns. Und das tun wir nicht. Und über das reden wir eigentlich sehr viel. Im Training versuchen wir das einmal wieder umzusetzen. Da gelingt es ja ganz, ganz gut. Und im Spiel rufen wir es dann nicht ab, weil wir dann einfach... Das hat was auch mit dem Unterbewusstsein zu tun, wo das einfach abgespeichert ist und wo sie dann einfach diese Elemente, die sie früher praktiziert haben, ein wenig mehr, den Rückraum dann einspielen, einfach in nicht mit genug Tempo. Das ist das, was mich ärgert, und über das reden wir, und das sage ich heute auch ganz klar öffentlich einmal, weil es einfach nicht hilft, dass man das im Training dann besprechen, und dass es dann reicht, dass du das im Spiel dann auch einmal siehst. Dankeschön. Alex, bitte. Ich würde das bitte noch ein bisschen genauer erklärt bekommen. Ist das jetzt so, wie Rapid offensiv spielt, okay, fehlt es nur eben an diesen Pässen, oder liegt da mehr im Argen? Weil ich wenn du die vielen Situationen siehst, die wir jetzt einfach uns erarbeiten, wo es dann ums letzte Drittel geht, um die Bälle dann auch über die Linie zu drücken, dann musst du auch mit einer gewissen Konsequenz, und die fehlen uns ganz einfach, wo wir einfach nur klatschen lassen oder wo wir einfach den Ball nur irgendwie mit No Look, sage ich jetzt einmal, rüberschlänzen wollen. Das geht nicht. Da musst du einfach dann auch konsequent in die Bälle einmarschieren, die Bälle über die Linie drücken, und an denen arbeiten wir dann ganz einfach auch. Ja, wie gesagt, das ist das, was wir uns vorhalten müssen, aber ich denke auch für die Mannschaft wieder keine leichte Woche, wo wieder Luis Schaub ausfällt unter der Woche, draußen sind gerade in der Halbzeit raus mit einer verletzten Zehe. Es ist ständig immer Unruhe. Wir mussten doch einige Umstellungen heute durchführen, und das ist das, was die Mannschaft heute die ganze Saison schon mitbegleitet, auch vor meiner Zeit. Eine Frage zum Steffen Hoffmann, hat zum ersten Mal unter dir von Beginn an gespielt. Wie beurteilst du seine Leistung? Also die Mannschaft hat, denke ich, auch ganz eine gute Leistung abgerufen, und von daher war es für mich in Ordnung. Okay, bitte sehr, gibt es weitere Fragen an die beiden Herren? Bitte, Alois. Ist das Hauptproblem im Moment dieses letzte Drittel, würdest du sagen, oder geht es da auch schon vielleicht um, beginnt das schon irgendwie im Spielaufbau, in eurem hinteren Drittel, oder kann man das so festlegen, okay, im letzten Drittel funktioniert es nicht und da müssen wir ansetzen? Wahrscheinlich in neuen Dritteln kann man ansetzen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir schon Möglichkeiten haben, dass wir von hinten heraus einen kontinuierlichen Spielaufbau aufbauen und dann natürlich auch bis in die letzte Zone vorstoßen. Und von daher, denke ich, können wir uns in alle drei Dritteln, die wir bespielen oder die wir uns ausmachen, verbessern. Und das werden die Herausforderungen sein in den nächsten Wochen. Dankeschön. Scheint alles soweit beantwortet zu sein. Gute Rückreise natürlich. Danke. Alles Gute weiterhin und Danke. Schönes Restwochenende. Schönes Wochenende.